Schönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Gäste, zur Pressekonferenz nach dem Spiel der zweiten Handball-Bundesliga TuS Lübbecke gegen die TSG Ludwigshafen-Friesenheim in der Merkur-Arena. Wir hatten heute 1.749 Zuschauer zu Gast. Ich begrüße die beiden Trainer der Mannschaften, die heute Abend hier bei uns gespielt haben. Zu meiner Linken Benjamin Matschke, den Trainer der TSG, und zu meiner Rechten unseren Trainer Aaron Zirke. Herzlich willkommen an die Damen und Herrschaften der Presse. 29:25 der Endstand bei uns heute Abend. Benjamin, dein Fazit zum Spiel fällt wie aus? Ja, erstmal Glückwunsch an Aaron und an TuS zu dem verdienten Sieg. Ich denke, ja, ihr gehört einfach hoch. Ihr habt das Spiel stabil die ganze Saison über, auch auswärts. Ich hoffe, dass ihr es so beibehalten könnt. Ihr habt ja noch zum Schluss, wenn es wahrscheinlich schon entschieden ist, noch wichtige Spiele und könnt da im Kampf um den Aufstieg doch wirklich noch ein Wörtchen mitreden. Und ich hoffe, dass ihm das gelingt, dass er die Spannung da bei den Jungs hochhält. Ja, zum Spiel kommen katastrophal rein, 1-5 oder 1-6 sogar. Ich schaue jetzt mal 1-6 und ab der vierten Minute Spiel gewinnen wir mit einem. Und wenn man es mal so sieht, erste fünf Minuten steht 6-1, mit 4 geht's aus. Das heißt, dass wir dann die restlichen 55 Minuten ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Ich denke, zweite Halbzeit hat man gesehen, zu was wir da wirklich in der Lage sind, ein gutes 6-0 zu stellen. Matze Lenz, erste Halbzeit mit 3 Paraden, wirklich nicht gut ins Spiel gekommen. Klares Torhüter Plus für Nettelstedt. Dann zweite Halbzeit kommt Matze besser rein, hat dann 8 Paraden. Wir gehen hier mit 11 Paraden raus. Ich denke aber trotzdem, dass wir mit Minus in dem Bereich rausgehen. Ja, von daher ärgerlich, dass wir da, ja, ich weiß nicht, woran es gelegen ist, Respekt oder ja, doch dann das konsequente Umschaltspiel von Nettelstedt in den ersten paar Minuten, dass wir uns da wirklich so die Butter haben vom Brot nehmen lassen. Aber das, was ich danach gesehen habe, wirklich durchaus zufrieden und konnte eigentlich alle einsetzen, sodass ich frohen Mutes bin, übermorgen im Heimspiel gegen Konstanz, dass wir da nochmal marschieren können. Dankeschön. Danke, Benjamin. Aaron, ich denke mal, die Zuschauer haben heute eine Menge geboten bekommen. War ein interessantes Spiel und ich glaube auch, dass die Zuschauer gesehen haben, warum die beiden Mannschaften in der Tabelle sehr weit oben stehen. Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, ich denke schon, dass wir hier insgesamt wirklich ein gutes Spiel gesehen haben. Das ist das, was wir zum Anfang wollten, wo Benni sagt, halt, wo sie katastrophal ins Spiel kommen. Das war genau das, was wir uns vorgenommen hatten, dass wir richtig aufs Tempo drücken wollten, mit zwei Kreisläufern, deswegen auch mit Branko und Nils in der Mitte, Jens Bechtloff dann über die Mitte eben angreifen lassen wollten. Das haben wir zum Anfang wirklich richtig gut hinbekommen. Abwehr war aggressiv, hat Bälle genommen, Peter gehalten und haben dann also wirklich ein richtig hohes Tempo da an den Tag gelegt und haben uns da auch abgesetzt. Was Benni dann sagt, eben am Ende dann halt eben mit einem Tor das gewonnen. Das ist das Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen stört, weil wir, glaube ich, wirklich auch in der zweiten Halbzeit, 28-21, haben wir das Spiel wirklich dominiert. Ich glaube, dass wir das Spiel eigentlich chancenlos gehalten haben für Friesenheim. Haben wir wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben nur so eine Phase gehabt, wenn ihr sagt, Keeper gut gehalten. Nachdem wir dann eben auch mal angefangen haben, hochzuwerfen, sind die Bälle auch wieder reingegangen. Da haben dann auch meine Spieler halt dann das kapiert, dass man dann eben auch vielleicht mal gucken soll, was der Torwart macht. Das haben wir eben auch gut umgesetzt und von daher haben wir am Ende mit 4 Toren gewonnen. Das ist das, was zählt. Ich glaube, wir haben wirklich ein gutes Spiel gemacht und die Jungs sind fokussiert und ich denke auch, dass sie weiterhin fokussiert bleiben werden. Das haben sie bisher wirklich gut gemacht, auch jetzt in der Phase, wo wir einen Vorsprung haben. Aber die Jungs geben im Training alles, sie hauen im Spiel alles rein und von daher, ich bin stolz auf meine Truppe, wirklich. Also das macht richtig Spaß. Zuschauer auch wieder abgeholt, mitgemacht, Zuschauer richtig Stimmung gemacht. So können wir jetzt schön Ostern feiern, denke ich. Danke. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ist nicht so. Ich möchte aber niemanden entlassen hier ohne die Ergebnisse heute, die anderen Ergebnisse aus der zweiten und aus der ersten Liga. Wir haben ein Endergebnis heute Nachmittag, Hüttenberg-Essen 27-26 und heute Abend in der zweiten Liga Emstetten gegen Saarlouis 30-29. Kommen wir zur DKB Handball-Bundesliga. Coburg gegen Melsungen 25-28, Bergischer HC gegen Erlangen 28-26, Lemgo-Kiel 34-30 und GWD gegen Balingen 25-22 der Endstand.
da ist was drin. Wünsche unseren Gästen auf der Heimfahrt nach Friesenheim eine weitere gute Saison und wünsche auch nochmal allen Gästen ein schönes Osterfest. Und wir sehen uns hier in Lübbecke morgen in einer Woche zum Familientag gegen Essen. Dankeschön.